Hallo, ja, herzlich willkommen auf dem Kanal Netzkaiser. Ich habe mal wieder ein erfolgreiches Video hochgeladen. Ich glaube, das kann man so sagen. Ja, im letzten Video zur AfD, ich habe ja schon gesagt, dass ich mich versuchen werde, kurz zu fassen. Habe ich dann auch tatsächlich hinbekommen. Aber natürlich könnte man zu jedem Punkt noch ausholen und bestimmt 1 oder 2 Stunden erzählen. Ich habe ja 2 Szenarien an die Wand gemalt, die natürlich etwas satirisch und überspitzt sind, aber die eigentlich die Kernbotschaft tatsächlich auf den Punkt bringen. Der zweite Punkt ist ganz verkürzt gesagt die Angelhaken-Theorie. Ich denke, dass man sagen kann, dass die AfD sozusagen eine Art Blaupause der Angelhaken-Theorie ist. Es ist sowas Ähnliches wie die Hufeisentheorie, aber darum soll es in diesem Video nicht gehen, vielleicht im nächsten. Ich wollte mich jetzt erst nochmal mit dem ersten Teil beschäftigen und vielleicht eine Lanze dafür brechen, warum die AfD entstanden ist und warum sie so erfolgreich geworden ist. Und zeigen oder darlegen, dass ich dafür in gewisser Weise auch Verständnis habe. Jetzt ist es so, die politischen Ansichten gefallen mir nicht geschenkt. Die politischen Ansichten der CDU gefallen mir grundsätzlich auch nicht und ich denke, man kann es schon so sehen, wie das sicherlich einige AfD-Wähler sehen und auch manche AfD-Mitglieder. Ich denke da vor allem an Herr Gauland, dass die CDU, dass die AfD als zurück zu den Wurzeln der CDU verstanden werden könnte. Ich möchte ein großes Fragezeichen dahinter stellen, aber ich kann diese Ansicht verstehen. Und dann ist es natürlich nicht verwunderlich, dass jemand wie ich, der schon mit der CDU nie etwas anfangen konnte, auch nichts mit der AfD anfangen kann. Das ist dann geschenkt, das ist nun mal so. Ja, was war der erste Punkt? Der erste Punkt war, wenn die AfD an die Macht kommt, wenn die AfD den Kanzler stellt, wer wäre das eigentlich überhaupt? Weiß ich gar nicht. Chrupalla? Weidel? Ich glaube, Weidel eher als Chrupalla. Björn Höcke ist, ich glaube, der ist raus, weil der so sehr auf sein Bundesland fixiert ist und wahrscheinlich dort auch bleiben soll, oder? Und weil man vielleicht befürchtet, was dieses Signal bedeutet und das vielleicht befürchtet, dass das Wähler abschreckt. Keine Ahnung. Nein, darum ging es im ersten Teil nicht. Der erste Teil war, wenn die AfD den Kanzler stellen würde, die erste Amtshandlung wäre, dass die AfD Begrüßungsgeschenke für Asylsuchende und Migranten einführt, und zwar eine Villa mit Swimmingpool und Sportwagen, von mir aus auch SUV. Ja. Und dann werden die Zeitungen und die Wähler sagen, ja, wenn die AfD das fordert, wenn die AfD das einführt, dann wird es wohl leider nicht anders gehen. Die werden das ja auch mit Zähneknirschen machen. Die werden das ja auch nicht ganz freiwillig machen. Da muss schon was dran sein, das wird nötig sein. Und ja, ich habe ja angedeutet, Politik ist oft so. Ich hatte gesagt, erinnern wir uns an die Einführung von Hartz IV. Ich denke, dass das Projekt, also erstmal, ich finde es schrecklich umgesetzt, keine Frage, aber ansonsten passt das Projekt einfach eher zur FDP. So grundsätzlich. Und wir sehen ja auch, dass das im Prinzip stimmig ist, weil Macron, der sozusagen eine Art französische FDP in Frankreich ausgehoben hat, im Prinzip diese Agenda 2010 Politik, die Deutschland damals gemacht hat, heute in Frankreich für Frankreich kopiert hat und auf Frankreich anwendet. Und interessanterweise ist dann seine Antagonistin die Le Pen,
was ich ein bisschen ironisch finde, aber das geht dann mehr in den zweiten Teil hinein, über den wir ja heute nicht sprechen wollten. Wo war ich stehen geblieben? Ja, also Schröder führt das ein. Ich habe jetzt nicht mehr in Erinnerung, ob er... er hat gesagt, es ist notwendig. Ich glaube, er hat auch angedeutet, dass er das mit einem Zähneknirschen macht. Und das passiert oft so. Und im Prinzip war das ja auch bei vielen Entscheidungen von Merkel nicht anders. Merkel hat auch die Atomkraft abgeschaltet. Und da war es irgendwie okay, ist vielleicht das falsche Wort, aber es war halt die CDU, die es gemacht hat und nicht die Grünen. Und ja, in gewisser Weise war das dann so für die Leute stimmig, dass man gesagt hat, ja, also wenn die Merkel das macht, dann wird die schon gute Gründe haben. Das fällt ihr ja auch nicht leicht. Und im Prinzip hätte es bei der Asylpolitik, bei der Öffnung der Grenzen genauso sein können wieder. Ja, wenn die Merkel das macht, die wird da ja gute Gründe für haben. Die macht das ja auch nicht so ganz freiwillig. Und in der Tat, man kann ja auch mal so ein paar Reden vorhören. Es ist nicht unbedingt Merkels Position gewesen. Hat schon den Eindruck, in gewisser Weise, das ist ein Kompromiss auch für Merkel selbst. Und jetzt noch mal ein kleiner Sprung, bevor ich sage, warum das meiner Meinung nach bei Merkel nicht funktioniert hat. Dieses, dass man am Ende das Gegenteil von dem macht, für das man eigentlich gewählt wurde und dass die Wähler, die Medien und überhaupt alle Verständnis haben, weil das für sie davon zeugt, dass man mit einer schwierigen Situation kompromissbereit umgegangen ist. Ist es nicht bei Olaf Scholz wieder das Gleiche gewesen? Ich möchte zuerst zu diesem Beispiel noch mal kurz kommen. Olaf Scholz ist angetreten mit: Ich bin der Kanzler des Mindestlohnes, ich setze mich für den Mindestlohn ein. Was hat er gemacht? Ja, er hat den Mindestlohn auf 12 Euro erhöht, weil das sein Wahlkampfversprechen ist. Aber gefühlt war ja auch immer die Erzählung, war das Versprechen eigentlich, ich stehe hinter dem Mindestlohn, ich setze mich für einen hohen Mindestlohn ein. Es war ja nie klar, dass er quasi im selben Atemzug gesagt hat oder sich gedacht hat, auf 12 Euro werde ich den Mindestlohn erhöhen, aber um jeden Cent mehr werden wir ganz hart kämpfen. Jeder Cent mehr werde ich nicht freiwillig akzeptieren. Das hat er nie gesagt. Das hat er sich wahrscheinlich vielleicht gedacht. Das ist wieder so ein Beispiel. Als er es dann gemacht hat, einige haben gesagt, ja, scheinbar muss man auch Verständnis für haben. Er schätzt einfach die Situation richtig ein und tut das ja auch nicht ganz freiwillig. Er wäre ja eigentlich gerne. Ja. Bei Merkel ist, glaube ich, das Problem, warum das so gar nicht gut funktioniert hat. Merkel ist schon als Projekt, und sie hat das mal gesagt, sie hat mal verraten oder ab und zu mal in Interviews durchblitzen lassen, dass das so war. Merkel ist schon bei der CDU als Projekt einer Anti-CDU-Kandidatin aufgestellt worden. Es war für die CDU ungewöhnlich überhaupt, eine Frau als Kanzlerin vorzuschlagen. Und dann kamen noch einige andere Sachen bei der Merkel dazu, die sie so ein bisschen aus dem Bild eines typischen CDU-Mitglieds herausgehoben haben. Sie war schon immer so ein bisschen Fremdkörper in der CDU. Und die CDU hat sich aber die Werbestrategie ausgedacht, die dann ja auch relativ gut aufgegangen ist, wie man sagen muss, solange wie Merkel dann letztendlich tatsächlich Kanzlerin war. Merkel ist so ein bisschen Anti-CDU-Kandidatin und wir können damit die Wähler abholen, die nicht in der CDU sind.
die Leute, die die CDU sowieso wählen, werden die CDU sowieso wählen. Und dann haben wir die Merkel für die Leute, die sich das eigentlich überhaupt nicht vorstellen können, die CDU zu wählen. Weil die werden dann die Merkel sehen und werden sagen, okay, ich bin aber mit der Merkel zufrieden. Ich kann mein Kreuz trotzdem bei der CDU machen. Und dann muss man sagen, hat die Merkel CDU-Politik durchaus gemacht, hat das aber immer auch natürlich versucht zu verkaufen als Anti-CDU-Politik. Und dann waren da noch diese paar Schlüsselentscheidungen, die wahrscheinlich auch sonst gekommen wären mit einem anderen CDU-Kandidaten als Kanzler, wo sie diese sehr unpopulär in der CDU sehr unpopulären Entscheidungen getroffen hat oder treffen musste. Und das ist ihr dann auf die Füße gefallen, weil die CDU-Basis und die CDU-Wähler sie sowieso die ganze Zeit nicht als CDU wahrgenommen hat. Einfach weil sie versucht hat, dieses Image zu verkaufen. Ja, ich bin CDU, die CDU kann, CDU-Wähler können die CDU wählen, weil die CDU die CDU ist. Aber ich bin auch nicht die CDU. Und wenn ihr euch nicht vorstellen könnt, die CDU zu wählen, dann wählt doch einfach die CDU, weil ich da bin und weil die CDU jetzt nicht mehr die CDU ist. Und sie hat das erfolgreich genug geschafft, den anderen Leuten zu verkaufen, dass die CDU nicht mehr die CDU ist. Weil sie hat es nicht geschafft, der Basis gleichzeitig zu erklären und den CDU-Wählern, den typischen, dass die CDU doch noch die CDU ist. Und aus dieser Unzufriedenheit hat dann die AfD auch einen Teil ihres Potenzials ausgeschöpft, hat es genutzt. Das sind dann so Sachen, wieso Leute wie Gauland in der AfD heute sind. Es sind einfach die Leute, die diese Strategie, die das Gefühl hatten, die CDU rutscht ihnen aus der Hand und die CDU ist nicht mehr das, was sie mal war, obwohl das eigentlich von Anfang an nur ein Werbetrick der CDU war und die CDU gehofft hat, sie könnte so nur von anderen Wählerschichten wahrgenommen werden und die eigenen Wählerschichten würden verstehen, dass die CDU natürlich im Kern noch die CDU bleibt. Und das war dann irgendwann nicht mehr zu vermitteln, nachdem Merkel ab und zu auch diese Entscheidungen getroffen haben hat, was irgendwie in der Politik extrem häufig passiert, dass man scheinbar das Gegenteil von dem unterstützt, wofür man gewählt wurde. Oder dass man sich extrem kompromissbereit zeigt. Und ich weiß nicht genau, wie ich das einschätzen soll. Vielleicht ist das einfach ein Zeichen dafür, dass die Demokratie, also ich will das jetzt nicht pauschalisieren, ja. Vielleicht stimmt ja tatsächlich dieser Eindruck, den viele dann haben, dass die Demokratie doch zu vernünftigen Entscheidungen tendiert. Zu vernünftigen, konsensfähigen Entscheidungen, egal wer letztendlich gewählt wird. Wenn für eine Idee oder für eine Entscheidung die Zeit reif ist oder die Entscheidung so drängend ist, dann kann sich auch eine Regierungspartei nicht endlos dagegen sträuben, diese umzusetzen. Vielleicht kann man es so sehen. Vielleicht ist das aber auch einfach nur, weil ich das positiv sehen möchte jetzt gerade. Man kann sicherlich über diesen Punkt nochmal debattieren, was das genau bedeutet. Aber ich glaube, dass es so ist, dafür gibt es genug Beispiele, wenn man einfach zurückguckt, wie ehemalige Entscheidungen waren. Und Merkel ist es tatsächlich auf die Füße gefallen, weil sie immer so in der Werbung, in der Parteiwerbung, im Wahlkampf aufgetreten ist als Anti-CDU-Politiker.
CDU-Kanzlerin. Ja. Und das hat die Gründung und den Aufstieg einer AfD, die auch versprochen hat, wir sind wieder die CDU, wie die CDU ist, hat das begünstigt. Das hat der AfD in die Karten gespielt. So, ja, das dazu. War sonst noch was, was ich sagen wollte? Nö, belassen wir es einfach erstmal dabei. Es war jetzt keine ganze Stunde, auch keine 2 Stunden. Ist ja ganz gut. Habe ich mich vielleicht doch noch kurz gefasst. Vielleicht habe ich aber auch viel geredet. Ihr könnt das ja in den Kommentaren mal kommentieren. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr hier seid. Egal, welche Meinung ihr habt und egal, wie ihr das findet. Aber schreibt es gerne in die Kommentare. Mich interessiert das, wie ihr das, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Mal. Euer Netzkaiser. Denkt daran, das Video zu teilen und den Kanal zu abonnieren.